gut, Plessy. Wir kennen uns, mein Freund, nicht wahr? Okay. Links lang, rechts lang. Es kann hart werden. Weil es zu 100% over the floor ist. Also über dem Boden halt. Und du musst da. Oh, Leute, wir haben's. Wo geht's hier weiter? Oh, die müssen wir alle backdashen. Komm her. Pam, 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 pam. Ich glaube, wir brauchen wirklich 100% in dem Spiel, um das Spiel zu beenden. 10.000 neue Bäume. Hier waren wir schon. Hä? Hier waren wir doch schon. Wieder zurück? Jump up to the high. High up in the sky. Hier ist noch meine Plessy-Mission. Nein. Nicht während so einer blöden. Das ist so unrealistisch, dass das Wasser da in der Luft schon bleibt. Aber okay. Da müssen wir einfach bloß. Ich wette, wir müssen alle gemeinsam. Schlechter Zeitpunkt, Bowie. Ey, das. Allein. Diese Dreckschance. Dass das nicht geklappt hat, ist ja so gering. Wir werden sterben. Nein! Ich bin doch drüber gehüpft. Mein Gott! Was? Ja, du, nö. Partner, nö. Hatten wir das nicht gerade eben schon? Das hatten wir aber schon mal, gell? Wir können die reactivaten. Ja, du. Tschüss, Bowie. Wie viel brauchst du zur Reaktivierung auf 40? Aber wir wollten doch da hoch. Hier ist noch was. Ach, das ist die? Bin ich eigentlich dumm oder so mittlerweile geworden? Ja, wir kennen das. Aber wir wollen das nicht. Like a speedy Zahle. Wolle drei fest hier. It's not to you. It's to me. Gangster. Dass die schräg sind, sieht auch richtig lustig aus. Ich glaube, es ist die letzte Giga-Glocke und wir müssen dafür extrem viel. Oh, hier gibt's noch was. Safety first. Warum fällt der. Ach, eins fährt runter, eins fährt hoch. Ja, du, macht Sinn. Katzen-Bully-Prinz? Du Toastbrot! Dafür kriegen wir die Katze, oder? Was? Okay.
jetzt mal die Katzenglocke. Ja, und wir müssen sonst machen sollen. Ich sehe noch nicht mal, ob wir. Ja, wir. Da fährt eine Bahn entlang. Ja, okay. Ich nehme den Tod in Kauf. Da fährt eine Bahn lang! Wieso sehe ich das denn nicht? Nein! Ach Mann! Ich bin ein Toastbrot. Ich checke nichts, ich bin super schlecht. Ich bin ein kleines, süßes Toastbrot. Oder wie gewisse Leute sagen würden, ich bin eine kleine Mandarine. In 70 Jahren wird sie auch darüber lachen. Da fährt eine Bahn lang und das soll irgendein Mensch erkennen. Okay, ich bin der Gott des Internets. Trotzdem! Ah! Das ist Lava! Das ist heiß! Das macht Aua! Ich will das nicht! Und das ist ein Firebomb, den ich auch nicht mag! Oh! Gehofft durch dieses Spiel, es ist Comedy Gold. Jetzt ist es Bowser Jr. gewesen mit seinem Pinsel. Hier, der zeigt da was hin. Kannst du mir nicht ein Item geben? Oh, der Baum tut das bestimmt. Der Baum ist cool. Also nicht der Baum, ich meine den Baum. Also der da drüben hier. Das ist krass traurig. Und hier haben wir sogar eins. Dazu müsst ihr R gedrückt halten und dann hier so zielen. Mit dem Ding und dann einfach so drauf und dann passt das. Dann habt ihr das auch. Und habt eine Boomerang Flower. Kann man damit jetzt wie in Mario Odyssey? Ja! Es sieht zwar extrem schlecht. Du bist eine Ameise. Du triffst mich auch nicht. Du bist schlecht und tot bist du auch nicht. Außerdem. Halt! Ich jetzt wissen. Okay. Weiter. Machen wir ein bisschen Gas. Ist das Gaspedal gedrückt, sind alte Damen hochbeglückt, meine lieben Freunde. Oh, nicht so weit springen, Mario. Also entweder. Ja, also das ist schon. Heiß! Nein! Okay, safe. Ich nehme eine Fireflower mit. Ich weiß jetzt, warum es so viele Power-Ups gibt. Ja, dieses Spiel zum Schluss hin entsetzlich schwer wird. Oh, wobei, das ist jetzt einfach. Das sind hier ein paar Walljumps. Roll. Ich weiß, die Röhre bringt mich wieder nach unten, aber ich muss sie trotzdem testen. Bevor sie wieder weggeht, sicher ist sicher. Ich habe einen Zuschauer, wow! Hi! Schöne Grüße gehen an meinen jetzigen Zuschauer raus. Warum fällt dieses Ding? Da ist doch was hinter der Mauer. Boah, das riecht doch jeder Mensch! Boah, dass da was ist. Kann ich dagegen dashen? Nee, das lösen wir mit unserer letzten Fa- Headband.
Und ich will diese Catbell echt nicht verschwenden. Also Katzenglocke im Deutschen. Für die, die jetzt nicht ganz so gut im Englischen sind. Der Klugen. Cat ist Katze und Bell ist die Glocke. Nein, Bowser! Also jetzt! Also... Ungünstiger... am Bowserhaftesten. Ich hätte da drauf nicht mehr. Ja, Bowser mit dem Prinz Bully? Das gibt's noch? Ja, der kann nämlich auch solche Flammen schießen. Und wir müssen den da durchschieben. Der kommt dann gepresst raus und dann wegkicken. Bowser. Das ist gerade ganz unpassend, weißt du das? Oh, jetzt wurde ich auch getroffen. Es gibt scheint aber auch Bosse, die wir zu bekämpfen haben. Okay. Ja. Bin begeistert. Los. Mach ihm Schaden. Yes. Da oben seht ihr das. Na, vorbei. Sonst hätte ich mich jetzt so dahin geschoben. Ja, aber du, halt. Jetzt kriegst du ja Wasser. Jetzt kann ich ja einfach hin. Ach man, ich dachte, dass ich hätte jetzt das ganze Level nochmal vorne machen müssen. Fände ich cool. Das ist bis jetzt eines meiner Lieblings-Levels. Es ist nämlich schon schwer. Das ist gut gewesen. Vor allen Dingen, dass da jetzt noch der Prinz Bulge aus Mario, also aus dem Spiel, nochmal da war. Also der aus dem Spiel wurde in das Spiel eingefügt. Genau. Das fand ich, das finde ich zum Beispiel sehr cool. Ja, wie kommt man denn da hin? Ja, Mario. Jetzt kann man damit 10 Jahre im Kreis fahren. Innovation! Ich bin hier runtergefahren, bin ich hier. Ist das potenziell wichtig, dass ich da oben bin oder nicht so? Ich weiß es nicht, ich fahre jetzt immer. Noch 10 Insignien und wir haben unser nächstes Dings erreicht. Also es funktioniert. Da habe ich doch. Bowser Jr. mal. Aber bitte nicht immer dasselbe. Es ist immer dieses Fliegeding. Ich kann ihn wegschicken. Den nicht werfen. Tschüss, Bauer. Bauer. Katzenfussis zum Frühstück. Esse ich auch immer so, Leute. Ihr nicht? Man soll doch nicht. Also 40 ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Wobei es bietet halt auch eine Herausforderung. Aber ich suche gerade noch nach einer Challenge. Also Challenge. Ist es nicht. Es ist wirklich nur dieses Mittelstück, wo Bowser selbst drin ist. Ah, hier hinten ist noch was. Kann ich das. Kraxel Arena. Also, so und so. Also, man kommt ein bisschen höher. Also, hätte man jetzt hier noch Cappy, könnte man hier einen schönen Cap-Dive machen und dann. Wenn man auch da oben, aber ja, von hinten.
Das sind meine Münzen. Bowser, warte, Bowser Junior. Da hinten, da gibt's gratis Pizza. Schnell, schnell, schnell die Münzen. Ja, ich war schneller als du. Ich glaube, das ist ein Bug und... Wo ist er? Er teleportiert sich, okay. Wo ist jetzt niemand? Ach, das ist dieses Katzenfusi zum Frühstück. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ach, wir sind von hier gekommen und ich bin nie da lang gerannt. Ja, klar. Das macht schon irgendwo Sinn. Wartespizza mit Fussis belegt. Oh, ist das schwer. Nein, die Pflanze ist tot. Okay, das bietet auch eine kleine Herausforderung für die Leute, die jetzt sich schwer tun mit auf diesen Plattformen bleiben und so. Aber das ist jetzt eher sowas, entweder du schaffst es, oder wir lachen dich dein Leben lang aus. Hier gibt's eine Mampferei. Ich hab die. Das gibt ein... Da war ein Stern, der ist da aufgeplöppt. Ich habe ihn aber nicht bekommen. Er ist ins Wasser gefallen. Nein! Warum? Aber doch, das ist cool. Das gefällt mir auch, Bruder. Die respawnen, wenn man... Niemals. Das wäre ja richtig mies. Die respawnen nicht. Oder das war einfach nur bei der... Pflanze gegen Pflanze, wer gewinnt? Pflanze! Okay, wir müssen hier nochmal gediegen zu... Schaut euch diese Pflanze mit den Ohren mal an, das sieht so cool aus. Und Noms. Oh ja, wir haben gerade ein richtig tolles Timing. Ist den! Ist den! Im Flug nach unten noch bekommen. Kann ich mit der da durch? Wir warten jetzt, bis Bowser da ist und machen ihm so mit Schaden. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja, Bowser, komm du nur her. Ha! Das ist schon gemein. Da hinten steht er da links oben. Aha! So. 31. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen noch zu anderen Welten gehen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie. Wobei, da fehlen uns auch die Blue Coins. Ja, nee. Ja, das haben wir schon gemacht. Gehen wir mal nach Welten, weil da sehe ich noch, da sind mehrere Leuchttürme, die sind aus. Klar. Und warum fällt man? Sprung!
Sprung und unter Wasser. Und Sprung und wie ein Delfin. Und lass mich hier mal raus, weil da ist ein Katzen. Guck mal. Ich bin gesprungen. Ja. Aber von mir aus. Wer weiß, was uns in dieser Wow. Das hat sich extremst gelohnt. Wobei ich glaube, wenn wir nur Münzen haben, sind wir Game Over, wenn wir dann sterben. Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder bin ich richtig der Annahme? Ah, hier gibt es was zum Klettern. Da drücken wir Upstairs. Ja, den hatten wir schon. Okay. Haben wir schon die Blue Coin Challenge gemacht? Nein, natürlich nicht. Und natürlich wird die hier natürlich extrem stark. Nein! No! How can I be so bad at this game? Nein! Warum ist denn das so schwer? Also jetzt. Also wenn man sich so doof ansteckt, wie ich gerade. Achso, ich muss springen. Ich darf jetzt nur nicht springen. Und jetzt muss ich sogar springen. Nein, warum? Okay. Und da ist er. Bowser. Schwer! So. Jump. Ganz lustig und platzieren Münzen für den Spieler, die er aber nicht kriegt, weil er zu blöd ist. Kann. Bowser Junior, kannst du mal ein bisschen mehr machen, bitte? Wow, okay. Natürlich hätten die das jetzt noch 10.000 Mal ausführen können, klar. Aber die haben es kurz gehalten, weil es etwas schwerer zu sein scheint. Und da leuchtet auch unser nächster Leuchtturm. Der uns sagt, dass wir 32 Insignien haben und unser Livestream seit 2 Stunden ununterbrochen erfolgt. Sowas, das höre ich gerne. Jetzt fehlt aber noch ein Leuchter. Oh, bestimmt bei den Katzen. Nee. Dann hab ich jetzt auch mal keine Ahnung. Oder oben auf der Stage direkt. Wir doch drin, ja? Doch, wir waren hier ganz sicher sogar drin. Ja, eben, da war der.
überfordert. Das sieht richtig cool aus an sich. Und unsere nächste Insignie. Wie sieht's denn gerade hier eigentlich aus, wenn ich hier mal auf die Analysen gehe?